Der erste von deinen Kollegen, der das ausprobiert hat, das ist der Protagonist von Teil 3 bei unserem Zimmer frei! Danke! Denn, meine Damen und Herren, das ist unser guter Freund Jan Hofer! Yeah! Als hätte er niemand einen Rück gemacht. Er lebt darin, ja. Ich kann nicht mehr. Die Rolle deiner. Guten Abend, liebe Kinder. Alle wach? Ja. Ja. Dann aufgepasst. Die Kurzmeldung. Berlin, wie immer. Washington, nichts Neues. Moskau, naja, das Wetter wollt ihr nicht wissen. Und damit gebe ich mir selber das Wort. Gibt's noch Interessantes, Jan? Danke, Jan, eine ganze Menge. Erfolg für Antidiskriminierungsinitiative. Im pfälzischen Bad Insgeheim wurde neben der Weinkönigin zum ersten Mal auch eine Lachkönigin gekürt. Ah. Neues aus der Forschung. Auch Säfte, Jens, auch Säfte haben ein Leben. Sprechen Sie Ihren Apfelsaft nur leise an. Er ist konzentriert. Das ist schlecht. So, das war's von mir, Jan. Danke, Jan. Das waren Nachrichten. Ist das dein Ernst, Jan? Nö. War völliger Quark, Jan. So, was haben wir hier gesehen? Erstmal fantastisch. Ja, was war das? Leute, was? So, fasst euch. Was haben wir gesehen? Wollen wir erstmal zusammenbringen, was wir gesehen haben? Was sehen wir? Einen Igel. Sehr gut. Einen Kurznachrichten. Einen Renitenten, weil er nicht liest, was er sagt. Was hat er denn genau gesagt? Er hat gesagt, qualifizier das doch mal. Naturthemen. Ja, sicher. Naturthemen siehst du auch auf einschlägigen Internetseiten. Aber was war das, was er geredet hat? War das wirklich ernst zu nehmen? Quatschigel. Quatsch, schönes Wort. Anderes Wort für Quatsch. Wer in der Generation unserer Eltern? Ach, dieser Dummzeug. Dieser Dingsbumsigel da, den die... Ja, ja, das ist mein Grand Prix. Wie heißt nein, der? Nein, den Igel kennen wir nicht. Fly like Käse-Igel. Käse-Igel. Bitte? Käse-Igel. Ja, Käse-Igel. Käse-Igel. Ah, und ich weiß nicht, liegt's an diesem Stuhl, alle, die hier sitzen, raten. Der Zimmerfrei-Fanschau für die unverleidliche Mary Rowe. Jan, großartig. Meine Damen und Herren, Jan Hofer. Der Käse-Igel. Doch, natürlich. Sie hat Käse-Igel. Käse habe ich ja gesagt. Sie hat doch gezeigt, wie die aussah. Käse-Igel. Aber du weißt, warum wir Käse-Igel genommen haben. Natürlich nicht. Ja. Sag ich warum doch. Denn? Weil er Käse geredet hat. Ach so. Ach so. Und das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Hauptsache, ich habe gewonnen, oder? Hauptsache gewonnen. Man muss ja nicht alles verstehen. Nein. Das sage ich, seitdem ich diese Sendung mache. So. Und ich finde, er müsste die Nachricht jeden Abend so lesen. Ja. Dann hätten wir wenigstens Spaß. Ja. Sie, Jan Hofer, mit ganz anderen Augen. Ja.